Moin, ihr Lieben. Wir kommen schon zum zweiten Teil meiner Videoreihe aus Leipzig. Total schade, morgen ist es schon wieder vorbei. Dieses Video beinhaltet gleich zwei Ritte, auch unsere Ankunft, also seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Video und ich konnte euch einen guten Einblick, beziehungsweise kann euch einen guten Einblick in die Zeit, die wir dort hatten, geben. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sind angekommen und sind auch schon eine ganze Weile hier. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir endlich unseren Parkschein hatten, ausladen konnten und. Holly ist wie gewohnt sehr entspannt. Hier herrscht auch noch so ein bisschen Chaos, also es ist noch lange nicht so, wie Patrick das gerne hätte. Das Problem ist auch, dass der Transporter dieses Jahr recht weit weg steht und wir nicht so kurze Wege hatten wie letztes Jahr, wo man dann einfach eine Decke noch schnell rausgeholt hat oder sonst was. Deswegen haben wir hier viel Kram vorliegen. Das wird sich aber die nächsten Tage, denke ich, so einspielen, dass wir doch ein paar Sachen wieder zurückpacken oder so. Und jetzt gleich muss ich erstmal zur Akkreditierung. Patrick muss dann mit. Und dann wollte ich Holly eine Runde reiten. Und wenn ich es rechtzeitig schaffe, kann ich auch noch kurz in die große Halle rein. Denn da darf man im Schritt noch von 19 bis 20 Uhr eine Runde reiten. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Also ich stresse mich jetzt nicht dafür. Holly wird es auch so schaffen, ohne dass sie da vorher einmal reingegangen ist. Und hier kommen morgen die Pferde von meinem Trainer hin, von Karl, die vier Boxen. Das haben wir nämlich so organisiert, dass wir nebeneinander stehen. Ich bin Holly jetzt ganz entspannt geritten und ihr habt es auch gesehen, wie leer die Halle war. Und jetzt frisst sie noch ein bisschen. Ich muss gerne noch das Abendfutter für sie fertig machen, denn sie hat nur so eine Mini-Portion bekommen. Und Patrick macht noch meine Spuren sauber. Der ist da ja nun wirklich oberpingelig. Und dann werden wir aber auch noch ein bisschen überputzen, Hufe sauber machen und müssen nochmal zum Transporter, der ziemlich weit weg steht, so wie Patrick erzählt hat, und unseren Koffer holen. Der ist nämlich auch sehr schwer. Und dann gucken, dass wir einen Shuttle bekommen und noch ins Hotel einchecken. Und eigentlich müssten wir auch noch was essen. Aber es ist ein Bahnhof gegenüber, da ist ja noch was auf. So, und jetzt machen wir hier eben alles fertig und ich versuche euch noch ein bisschen mitzunehmen. Patrick hat auch noch mehr Späne reingemacht. Also zwei Ballen waren schon vom Veranstalter hier gestellt und dann haben wir noch zwei eigene mitgenommen, weil bei Holly ist es so, dass sie beim Aufstehen sonst manchmal die Sprunggelenke sich aufschrappt, weil hier so ein Teppich drunter ist. Seht ihr? Dieser Teppich ist auch in den Boxen und der ist ein bisschen rauer und ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr als Kind so richtig schön auf dem Teppich mit den Knien aufgekommen seid, das gibt Schürfwunden und irgendwie ist es bei Holly dann auch so, deswegen haben wir mehr Streu noch drin. Wir haben jetzt einmal noch ein bisschen weiter vorne parken können. Patrick hat den netten Parkeinweiser ins Gespräch verwickelt und dann durften wir noch vorfahren ein Stück und, sparen dadurch, glaube ich, 2 Minuten. Ja. und jetzt werden wir nochmal im Holly umdecken und dann uns zur Shuttle-Station gehen und ins Hotel. Denn morgen geht es wieder früh los. 7.30 Uhr Wettcheck. Aber reiten muss ich erst um 10 nach 11. Also von daher haben wir dann noch ein bisschen Zeit für Frühstücken und alles ganz in Ruhe angehen. Good
Guten Morgen, es startet Tag 3 für uns von dieser Videoserie und ich muss jetzt schnell zu den Stallungen. Patrick ist schon vorgefahren zum Füttern. Ich brauche noch ein bisschen, weil ich mit meiner externen Festplatte doch ein bisschen Ärger hatte, aber es sollte jetzt laufen. Ich lasse aber auch alle Videodateien noch auf den SD-Karten. Deswegen schnappe ich mir schnell meine Tasche und dann sehen wir uns gleich, wenn ich im Stall angekommen bin. Ich bin angekommen und in einer halben Stunde geht der Wetcheck los. Aber Patrick läuft vorher schon mal mit ihr, damit sie gleich, wenn sie in der Schlange steht, ein bisschen geduldiger ist. Holly hat den Wetcheck natürlich bestanden. Und sie macht das immer richtig gut. Ich muss nur einmal schnalzen und dann trappt sie an. So, und Patrick streut jetzt hier schon für Karl die Boxen mit ein. Der ist nämlich auch gerade gekommen. Und dann, ihr seht, es wird immer voller hier. Sind auch bald alle Boxen belegt. So, eine Stunde später sind Karls Pferde alle in der Box. Und Patrick hat uns Frühstück geholt. Und Holly wird immer aufmüpfiger. Immer wenn wir auf solchen Turnieren sind, dann ist die immer so richtig verkuschelt und möchte ganz viel Aufmerksamkeit haben. Aber ich muss jetzt auch gleich einflechten. Obwohl, wir suchen noch die Mähengummis. Vielleicht komme ich drum rum, weil Patrick vergessen hat, sie einzupacken. Also flechtest du dann gar nicht ein, oder was? Ja, wenn ich keine Gummis habe, wie soll ich das machen? Ich kann ja welche kaufen. Die haben noch alle zu. Nee, haben die nicht. Ich komme wohl doch nicht. Aber was gefunden jetzt der Kleine? Ich komme wohl doch nicht drum herum. Vor allem übrigens für Holly ist jetzt so eine Gummimatte, weil sie nämlich immer ihr Huf hier so rüberstellen will. Und dann beim Zurückziehen hatten wir mal Angst, dass sich die Eisen abzieht. Weil hier drunter eine Stange ist, genau. Das weiß ja nicht jeder. Genau. Also so, sonst ist es kein Problem, aber da wir... Den Hintergrund auch erklären. Ja, da hast du recht. Seht ihr das? Da ist so eine Metallkante und weil Holly immer so frech ist und ihr einen Huf über die Kante gestellt hat und wir ihr das auch nicht verbieten wollen. Das ist jetzt aber auch keine neue Erfindung. Nein, das haben wir aber mitgebracht jetzt das erste Mal für uns. Ja. Guck, seht ihr, wie sie da schon mit ihren Hufen in der Gänge ist? Und jetzt habe ich sie da hingestellt und jetzt machst du nicht. Wundertoll, perfekt. Naja, du stehst jetzt nicht da, wo ich geputzt habe, aber egal. Ja, das habe ich mir aber schon gedacht, dass es nicht passen wird. Was hast du da im Mund? Gummis, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Rollzipfel voll scheiße finde. Der will. Was hast du da im Ohr? Geh mal weg mit der Kamera, jetzt kommst du an, wie es nicht funktioniert. Ich bin jetzt mal ganz kurz bei uns hier im Transporter und zieh mich um. Ich habe hier nicht so viel Platz, aber das kriege ich schon hin. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, alles total entspannt, Holly ist eingeflochten. Und dann kann ich auch erst, ich liebe es ja, ich kann erst Parcours abgehen und dann kann ich ganz in Ruhe aufs Pferd steigen und losreiten. Das ist einfach, ich kann sogar noch zwei, drei Pferde mir angucken. Das ist für mich immer ein riesengroßes Geschenk. Ich liebe es, wenn ich erst so ohne Stress den Parcours abgehen kann, weil ich weiß, das Pferd steht noch in der Box und dann geht's erst los. Und jetzt schmeiße ich mich aber mal in mein Turnier-Outfit und ich freue mich schon auf mein neues Turnier-Outfit, denn heute starte ich in einem richtig, richtig schönen Farbton. So wie mein Stirnband. Oh, nein. Du solltest dich nicht verstecken. Luisa entkommt der Kamera nicht. Die ist nämlich jetzt auch da und schaut mal. Ich habe euch ja gesagt, dass ich in einem richtig schönen Farbton starte. Ist das nicht ein schönes Jackett? Und Holly hat das passende Outfit dazu an. Das seht ihr dann gleich, wenn wir komplett fertig sind. Und ich habe immer noch Zeit. Die Zeit vergeht vorm Start immer so langsam.
Und Holly, die entspannt da hinten schon, da, mit ihrer Massagedecke. Patrick hat alles im Griff. Jawohl. Ich muss quasi nur noch aufsteigen, ist auch das Beste, dann überträgt sich meine Aufregung nicht so. Aber eingeflochten habe ich schon, seht ihr das? Da, irgendwo da. Patrick hat ja auch ein bisschen gefilmt. Wir waren unfassbar gut drauf. Am ersten Sprung halte ich sie zwar noch so ein bisschen weg, da war das noch so, aber jetzt entscheide ich mich, reite die Distanzen durch, komm gut an, bleib hinten, korrigiere den Galopp. Also auch sie ist einfach sehr, sehr gut bei mir gewesen. Hier haben wir so ein ganz bisschen geguckt. Trotzdem entscheide ich mich und reite jetzt weiter. Also dadurch, dass es ein bisschen dicht war, musste ich dann weiter galoppieren. Aber meine Reaktionszeit ist wesentlich kürzer und ich entscheide mich auch mittlerweile, worauf ich sehr stolz bin. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es doch schon eine Verbesserung. Auch hier schön die Distanz weiter galoppiert. Dann sollte ich vor dem Sprung rum, aber eigentlich hinter den Blumen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Deswegen wurde die Linie ein bisschen abgehackt. Aber auch hier galoppiere ich dann weiter. Und sie behält den Galopp groß. Das war ja immer noch so ein bisschen das Problem, dass sie so kleine Galoppsprünge dann gemacht hat. Auch hier den Galopp korrigiert, schön die Wendung entschlossen geritten, einmal eben die Hand rein, damit ich sie wieder gerade kriege und den letzten Sprung. Ich war so, so stolz auf uns, wie gut wir das gemeistert haben und dass es einfach immer lockerer, immer flüssiger wird. Vor allen Dingen das Problem mit den Distanzen ist halt jetzt kein Problem mehr, denn ich setze mich hin, galoppiere weiter, nehme sie zur Not auch mal auf und das ist so ein Riesenfortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben jetzt eigentlich einen recht entspannten Mittag gehabt und Holly und ich waren auch noch platziert. Ich zeige euch gleich die Schleife. Und jetzt, da irgendwo, frisst Holly gerade. Und wir hatten jetzt auch schon das Meeting für die Facebook Lives. Ich freue mich total drauf. Das werden auch richtig coole Themen und ich gucke mal, dass ich euch dann immer die Links in die Infobox packe. Und ja, jetzt flechte ich erstmal für Karl die Pferde ein. Zwischendurch werde ich dann noch für ein kleines Interview eben rüber zu Antonia Kirchner gehen, die auch bei der Spitz Amateur Trophy mitreitet. Und Patrick, drücke ich gleich die Kamera in die Hand. Ich darf nämlich jetzt einen ganz, ganz schicken Hengst einflechten. Saskia? Ja? Das ist aber nicht Holly. Nee, das habe ich gemerkt. Holly hat nicht so viel mehr, ne? Ich habe gerade erzählt, dass ich für Karl die Pferde einflechte. Und das ist voll der Prinz Charming hier. Mit einer Wallermähne. Kamera scheu ist er auch nicht. Nee. Kamera interessiert ist er. Was machst du da? Das Mikrofon zuhalten, auf jeden Fall. Das? Du hast mir doch die ganze Zeit gesagt, das ist hier unten. Das kann beides sein. Hallo, hallo, jetzt spreche ich durchs obere. Hallo, hallo, jetzt spreche ich durchs untere. Jetzt weißt du es gleich. Oder irgendwann. Ich bin beide. Ne? Wenn du es anguckst. Where you move, make me blind. You will always be there. Das war ein langer Tag. Es ist jetzt schon relativ spät, irgendwie was bei 10 Uhr oder so. Und wir werden jetzt gleich ins Hotel fahren im Shuttle. Und noch einmal eben kurz sind wir zu Holly gegangen und werden noch ein bisschen Wasser und Futter auffüllen. Und sie ist natürlich mal wieder ganz entspannt am Dösen.
Ich kuschle dich gerade. Und morgen geht es dann um 8 Uhr weiter, da habe ich meinen Start. Bin aber erst 21. Starterin. Und ja, Karl versucht dann auch pünktlich zu sein, um uns so ein bisschen zu unterstützen beim Abspringen und dann auch eben am Parcours. Morgen, es ist Tag 4 von dieser Videoreihe, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, bei welchem Teil wir angekommen sind, aber es ist heute Freitag und erst heute geht der Spaß hier so richtig los. Gestern war super, super entspannt, da habe ich auch die Zeit sehr genossen, mich viel mit Bekannten zu treffen und viel zu quatschen. Heute ist das Programm doch straffer und wir haben jetzt irgendwie gleich 20 vor 6 und versuchen gleich um 6 direkt das Shuttle zu bekommen. Um 8 ist meine Prüfung. Und ich habe hier hinter mir schon mein Laptop, habe die Daten gesichert, muss aber jetzt gleich auch noch mal eben ganz kurz ein Kurzinterview zusammenschneiden. Patrick kommt gerade aus der Dusche und ja, dann sehen wir uns gleich im Stall wieder. Ich bin gut drauf und ich bin immer noch fit. Besser kann es nicht laufen. Heute habe ich auch das erste Mal Facebook Live und ich versuche euch so gut es geht mit der Kamera heute wieder mitzunehmen. Das kommt tatsächlich nicht häufig vor, aber ich bin mal zuerst fertig. Naja, das erste würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt nicht so häufig vor. Ja, ich warte auf dich. Ich habe auch schon meinen Rucksack hier auf. Da. Und ready to go. So, alles mitnehmen, nichts vergessen. Und dann geht's schnell zu Halli. Ich hoffe, dass wir gleich das erste Shuttle bekommen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Jetzt geht's erstmal essen. Patrick wird jetzt auch nochmal eben schnell den Pferden von Karl das Heu reingeben. Dann muss er nämlich noch nicht ganz so früh hier auftauchen. Wir kommen zum zweiten Ritt. An diesem Tag hatte ich echt Probleme auf dem Abreiteplatz. Das war nicht so ohne. Die war super, super spannend. Es waren viel zu viele Leute drauf. Und das sieht man ihr dann auch gleich an, indem sie jetzt hier mit Kreuzgalopp zu tun hat und einfach nicht so ganz aufmerksam ist. Das ist echt ein ganz großes Problem mit dem Abreiteplatz, dass wir da dann, ja, wenn zu viele Pferde drauf sind, dann regt sie sich innerlich so auf und ist so klemmig, dass ich das meistens nicht ganz rausbekomme im Parcours. Mir war natürlich trotzdem wichtig irgendwie, dass ich versuche, mich davon nicht mehr beeinflussen zu lassen. Aber es ist halt schwierig. Also ich, vielleicht kriege ich das irgendwann noch hin. Und hier hat sie auch die Kombination von hinten angezogen. Es war einfach nicht unsere schönste Runde. Hier wieder Kreuzgalopp, Außengalopp, durchparieren, Galopp korrigieren. Es waren zwei Phasenspringen und die beginnt jetzt hier. Und ab hier wollte ich dann auch schnell reiten. Vorher ging es nur darum, irgendwie ja, hinzukommen. Hier habe ich mich ganz gut entschieden, bin schön auch dann den kurzen Weg geritten, bin dann auch hier die Distanz schön weitergeritten. Also wie gesagt, jetzt ging es ganz gut weiter. Ich hatte sie auch wieder mehr bei mir. Ich kam wieder besser zum Reiten, konnte die Distanzen besser reiten. Da ich hier so ein bisschen rübergeflogen bin, habe ich es nicht geschafft, hinter dem Spooks lang zu reiten. Musste den Langweg gehen und das hat sie auch total verärgert. Kreuzgalopp, Ausgalopp, wieder alles mit dabei. Ansonsten hätten wir eine echt gute Zeit gehabt. Ich wollte auch an diesem Tag so ein bisschen antesten, wie das klappt so mit vorne rum. Und ja, es gibt solche und solche Tage. Ich bin trotzdem happy, dass wir das trotzdem immer alles so ganz gut meistern. Und auch wenn sie jetzt super spannig war, sie trotzdem immer alles gibt und durchzieht. Und am Sprung ist sie ja immer super. Da kann man ja wirklich nichts aussetzen. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel... Wir haben jetzt während des Ritts und beim Abreiten irgendwie gar nicht gefilmt. Wir haben das heute Morgen so ganz für uns gemacht. Es war auch sehr, sehr schwierig mit Holly und mir auf dem Abreiteplatz, weil er sehr voll war. Und ich habe es ja schon ganz oft erzählt, wie problematisch das für sie ist. Und deswegen war sie sehr itzig und klemmig. Sie macht natürlich immer das am Sprung, würde die mich auch nie hängen lassen. Aber es war dann schwierig für uns abzureiten und Ruhe reinzukriegen. Und dann im Parcours
hatte ich das Gefühl, ich habe gar nichts, also ich habe gar keine Kontrolle und sie heizt da hammerkrank durch. Als ich es dann auf Video gesehen habe, habe ich gesehen, dass ich mich ein bisschen umsonst geärgert. Sie war schon klemmig, das sieht man dann immer daran, dass sie dann in Kreuzgalopp, Außengalopp springt, weil sie sich dann hinten einfach so verdammt doll festhält. Und da hoffe ich natürlich, dass die Sonntag ein bisschen entspannter ist. Deswegen habe ich auch die letzte Linie nicht mehr vorne rumreiten können. Ich habe euch ja den Ritt kommentiert, weil sie einfach im Kreuzgalopp war oder hin und her gesprungen ist und ich dann einfach links nicht durchgekommen bin. Und ich wollte auch nicht, dass wir nachher irgendwie ja am Ständer abstreifen oder ich da so in, irgendwie vorne ziehen muss. Also ich möchte die Wendung natürlich vorne vernünftig einleiten. Und jetzt, Karl, möchtest du auch in mein Video? Nicht schlecht geritten. Dankeschön. Aber das hast du jetzt nur für die Kamera gesagt, ne? Naja, und jetzt haben wir ja für heute, mit Reiten sind wir durch. Morgen habe ich ja dann frei, weil ich ja das Finale starte. Und jetzt werde ich noch Zöpfe aufmachen und alles ganz in Ruhe und euch natürlich weiter mitnehmen. Hier mache ich jetzt den zweiten Cut und morgen geht es dann mit den letzten Tagen weiter, mit dem restlichen Freitag, dem Samstag und dem Sonntag, also auch dem Finale von der Spooks Amateur Trophy. Ich hoffe, auch dieser Teil hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen um 18 Uhr beim nächsten Teil, beziehungsweise schon beim letzten Teil wieder. Bis dann, tschüss!